Montagabend, Donauarena Regensburg, die Eisbären beim Abschlusstraining vor dem Spiel am Dienstagabend um 20 Uhr in der Donauarena gegen Dresden. Drei Spiele haben die Regensburger absolviert, drei Punkte stehen auf dem Konto. Da sollen gegen Dresden jetzt natürlich noch weitere dazukommen. Vom Spiel gegen Dresden berichtet Spread TV und ich freue mich jetzt auf meinen Interviewpartner. Mein Interviewpartner heute ist Lukas Vlade. Lukas, wir schauen mal zweimal zurück. Du bist ja neu nach Regensburg gekommen. Wie bist du denn aufgenommen worden? Wie gefällt es dir? Ja, also waren sehr schöne erste zwei Monate. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Alles tolle Jungs hier, auch alle ringsherum, die Betreuer, die Trainer. Also gefällt mir sehr gut. Und ja, ich fühle mich jetzt wohl und ich freue mich weiter auf die Saison. Drei Punkte aus drei Spielen und die Eisbären haben dreimal sehr, sehr gut gespielt. Ist man da ein bisschen deprimiert, vor allem wenn ich an das Spiel in Kassel denke? Das war äußerst unglücklich. Deprimiert nicht. Ich hätte gesagt, wir sind eher optimistisch. Also waren ja wirklich die Spiele gegen Landshut und Kassel. Also ja, ein Tor Unterschied und das sind ja wirklich hochkarätige Gegner. Wir haben vor allem alle drei Spiele sehr gut defensiv gespielt und jetzt sieht man ja, wenig Gegentore bekommen bisher. So am Ende musst du halt Glück haben und dann einfach mal die Tore schießen. Und bisher hätte ich gesagt, wir verteidigen gut. Deswegen, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber wir können auf jeden Fall froh sein, dass wir bisher so gut gearbeitet haben und deswegen optimistisch weiter auf die nächsten Spiele schauen. Dankeschön, Lukas Vlade, und viel Erfolg morgen gegen Dresden. Fehlen werden bei den Eisbären der gesperrte Andrew Jogan, André Bühler und Sandro Meyer sind nach wie vor verletzt. Kevin Slessak wird auf alle Fälle wieder mit dabei sein und im Tor steht Tom McCallum aus der Donauarena, Armin Wolf.